Es ist wieder soweit. Nach und nach öffnen die Weihnachtsmärkte in der Region und läuten so langsam die Weihnachtsvorfreude ein. Auch die Bruchsaler Innenstadt ist bereits festlich geschmückt und der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Kübelmarkt lädt von nun an zum Weihnachtsbummeln und Glühweintrinken ein. Falsch, aber gut. Wie jedes Jahr brachte der Heidelheimer Posaunenchor zur Eröffnung die zahlreichen Gäste in Weihnachtsstimmung. Obwohl leichter Regen gegen Abend die Auftaktstimmung etwas trübte, ließen sich die vielen Besucher davon nicht allzu sehr stören und stimmten sich fröhlich auf die kommenden Festtage ein. Das Angebot fällt in diesem Jahr zwar etwas kleiner aus als im Vorjahr, aber mit der bekannten Pyramide, dem Karussell, auf dem schon fast jeder Bruchsaler seine Runden gedreht hat, und den vielen kulinarischen Angeboten ist der Bruchsaler Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr einen Besuch wert. Der mittlerweile 53. Bruchsaler Weihnachtsmarkt ist noch bis zum 30. Dezember geöffnet. Nur an den Weihnachtsfeiertagen bleibt der Markt geschlossen.